Wenn Sie nach 10 Uhr im Moment aus dem Haus gegangen sind, dann haben Sie auch dieses Gefühl gehabt, wo man dachte, was geht denn hier ab? Die Hauptstadt zum Beispiel ist im Moment leer. Zumindest ab 10 Uhr abends für Berlin ein völlig neues Gefühl. Ja, normalerweise sind ja hier bekanntermaßen tausende Touristen und Partygänger unterwegs, auch unter der Woche. Das merken wir dann ja auch immer, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind. Wie fühlt sich diese Ausgangssperre an? Unsere Reporterin Nadja Bukowski hat die Hotspots Berlin besucht und das Nachtleben war ein ganz anderes. Nichts mehr los. Die Straßen sind leer, komplett tot. Die Hauptstadt wird zur Geisterstadt. Ich denke schon, das ist meine letzte Fahrt, dann gehe ich nach Hause. Was ist bloß mit unserer Hauptstadt los? 5 Stunden zuvor, vor einem der berühmtesten Wahrzeichen Deutschlands mit ca. 10 Millionen Besuchern jährlich. Ich kann es gar nicht glauben, also jetzt schon, eine Stunde vor der nächtlichen Ausgangssperre, ist es nichts mehr los. Es sind nur noch vereinzelt ein paar Leute da, die Fotos machen, ein paar Jogger, Spaziergänge, Fahrradfahrer, aber das war's. So sieht es hier vor dem Brandenburger Tor zu normalen Zeiten aus. Archivbilder. Heute ist für die letzten Touristen der fehlende Trubel die eigentliche Attraktion. Wir haben schon vor, wieder pünktlich zurück zu sein und da jetzt am wenigsten los ist, wollten wir schon ja gerne diese Zeit ausnutzen. Aber es gibt auch diejenigen, die ahnungslos durchs Leben trotten. Für dich ist es neu, dass ab 22 Uhr Ausgangssperre ist hier? Ja, ich habe das nicht, bis jetzt noch nicht gewusst. Und manchen gibt die Stille hier ein ganz neues Gefühl. Ich wohne hier ein paar Häuser weiter und das ist meine Abendsstrecke, die ich immer hier mit dem Fahrrad vorbeifahre. Und ich genieße das. Ich genieße das, dass es so schön ruhig ist, keine Autobusse, keine Touristen. Berlin gehört uns. Ortswechsel, es geht nach Berlin-Kreuzberg. Hier am Cottbusser Tor, einem der Kriminalitäts-Hotspots Berlins, geht es normalerweise anders zu. Polizeieinsätze, Diebstahl und Drogendelikte sind hier an der Tagesordnung. Jetzt, 22 Uhr, die Ausgangssperre beginnt und tatsächlich, der Platz am Cottbusser Tor ist kaum wiederzuerkennen. Ich bin irgendwie total überrascht, weil noch vor 5 Minuten stand ich da vorne und es war alles noch ganz lebhaft und jetzt auf einmal, ja, ist so eine richtige Aufbruchsstimmung. Also der Obstladen hat zu, sogar der Kiosk hat zugemacht und die Leute scheinen sich irgendwie jetzt alle auf dem Heimweg zu machen. Alles ist leer. Die Straßenbahnen und Busse. Selbst am Hauptbahnhof, dem größten Bahnhof Europas, wo täglich bis zu 300.000 Reisende ein- und aussteigen. Und auch hier ist es um 23 Uhr komplett still. Nadja trifft nur noch auf verzweifelte Taxifahrer. Nein, lohnt sich nicht. Und ich bin im Prinzip Nachtfahrer. Und jetzt, ich denke schon, das ist meine letzte Fahrt, dann gehe ich nach Hause. Ja, und bis jetzt habe ich nur 2 Fahrgäste. Weiter zum Alexanderplatz. Es ist Mitternacht. Jetzt darf keiner mehr draußen sein. Der Alexanderplatz ist wie leergefegt. Jetzt begegnen wir niemandem mehr. Außer diesen beiden jungen Männern, die angeblich aus der Nachtschicht kommen. Die Straßen sind leer. Komplett tot. Ja, es fühlt sich nicht mehr an wie Berlin. Berlin war selbst in der Nacht irgendwie voll. Alles war voller Leben und Chaos. Aber jetzt ist irgendwie nichts mehr da. Das spielt sich hier normalerweise ab, an Berlins Einkaufs- und Verkehrsknotenpunkt, wo sich täglich rund 360.000 Menschen tummeln. Jetzt Totenstille am Alexanderplatz. Bis 2 Uhr morgens ist Nadja noch unterwegs, um zu erfahren, wie sich die Ausgangssperre anfühlt und macht eine überraschende Erfahrung. Ist es so, als Frau, um die Uhrzeit nachts alleine unterwegs zu sein, immer ziemlich unheimlich. Aber dadurch, dass halt wirklich niemand hier mehr unterwegs ist, fühle ich mich eigentlich fast schon ein bisschen sicherer. Die Hauptstadt als Geisterstadt. So fühlt sich also die Ausgangssperre in Berlin an.